Ich bin der Andi vom Jägerwirt und das ist mein Rehrücken auf Preiselbeer Schokoladenrohkraut mit Rotweinglas. Ich koche mit ganz viel Liebe und ich koche mit Salz und Pfeffer und das ist einfach so einfache Sachen eigentlich. Man braucht keine Aromate, keine Glutamate und keine extravaganten Gewürze, was irgendwie aus einer Chemie kommen, sondern wir kochen einfach mit der Natur, das, was wir zur Verfügung haben und das nehmen wir her und mit dem machen wir eigentlich unsere Küche. Für uns ist das Wichtigste, dass wir ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, nämlich nur mit einem qualitativ hochwertigen Produkt kriege ich auch etwas Gescheites auf den Teller. Wir freuen uns immer auf die Kulinarikwochen, weil das mittlerweile wirklich ein Highlight ist und wir haben schon wirklich unsere fixen Stammgäste, was die ja Gutscheine kaufen, auch beim Tourismusverband Wilden Kaiser. Mich freut es immer, wenn ich einfach so ein Überraschungsmenü kochen darf und unsere Gäste essen Gott sei Dank immer alles und wenn einer mal was nicht mag, dann sagen wir es eh und dann stelle ich mich natürlich auf jeden individuell ein und wir freuen uns natürlich, wenn wir dann nächstes Jahr wieder ein Festival machen können zum Start von der ganzen Aktion.